kann schon was sehen? Noch nicht, ob ein Junge oder ein Mädchen wird. Was? Wie aufregend. Warte einen Moment. Nee. Hier ist kein Fax. Bist du dir sicher, dass du die richtige Nummer hast? Ja, das ist sie. Oh, ich rufe dich wieder an. Hallo. Hey. Hast du zufällig einen Fax weggenommen? Was? Ja, ein Fax von Carla. Es muss vor einer Stunde gekommen sein. Ich habe nichts gesehen. Ja, wer kann es denn sonst genommen haben? War Paul hier? Nur Arno. Oh nein, bitte nicht. Wieso, war es was Wichtiges? Es war sehr wichtig. Carla dachte, ich bin hier, sonst hätte sie es gar nicht erst abgeschickt. Und wieso soll Arno das Fax nicht sehen? Carla ist schwanger. Das war ein Ultraschallfoto von unserem Baby. Was? Das ist ja der Wahnsinn! Wir kriegen ein Geschwisterchen! Habt ihr schon einen Namen? Wir wissen doch noch gar nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Ja, dann braucht ihr eben zwei Namen. Einen Jungen und einen Mädchennamen. Wie wär's denn mit Bill? Bill! Oder Tom? Und wenn's ein Mädchen wird? Lindsay. Kelly. Was hältst du von Emma? Emma Brandner. Mhm. Oder Emma von Lahnstein. Hallo. Hallo. Du hast nicht zufällig einen Fax aus dem Gerät genommen, das für mich bestimmt war? Was für ein Fax? Ein Fax eben. Ein Blatt Papier. Mit einem Foto drauf. Ach, das meinst du. Wo ist es? Ja, wo hab ich's hingelegt? Moment, fällt mir gleich wieder ein. Was soll das denn? Du weißt doch ganz genau, wo es ist. Arno, freu dich doch einfach, dass du noch einen Enkel bekommst. Ja, fein, dass ich wenigstens auf diese Weise davon erfahre, wenn auch eher zufällig. Wann hattest du eigentlich vor, mich einzuweihen? Bei der Einschulung? Zum Führerschein? Oder wenn du selbst Großmutter wirst? Hm? Papa, du weißt, dass die ersten 3 Monate kritisch sind. Das ist völlig normal, dass man erst diese Zeit abwartet, bevor man die frohe Nachricht verkündet. Mach doch kein Drama draus. Jetzt wissen wir es doch. Ist doch früh genug, oder nicht? Darum geht's nicht. Sondern? Du hättest mir diese Schwangerschaft verschwiegen, stimmt? Das stimmt nicht. Ich wollte nur den richtigen Zeitpunkt abwarten. Ja, zugegeben. Das mit den 3 Monaten war eine Ausrede. Ich nenne es eine Lüge. Papa, Carla und ich... Ja, ich wusste, dass sie dahinter steckt. Sie hat es dir eingetrichtert. Carla? Gräfin von Lahnstein, deren Einfluss bereits deutlich auf dich abfärbt. Und das nicht zu deinem Vorteil. Das sagst du doch nur, weil sie Johannes Tochter ist. Und du dir nach der Sache mit Elisabeth alles andere wünscht, als eine noch engere Verbindung zwischen den Lahnsteins und dem Brandners. Und das ist so schwer zu verstehen?